Dem ultimativen Tune-It-Safe-Starter-Pack. Wenn die nächste Polizeikontrolle kommt, müsst ihr auf jeden Fall einmal das Dekra-Feuerzeug dem Polizisten Feuer anbieten. Den unbedingt auf dem Auto. Hallo, was geht ab? Ich bin hier wieder in Lüneburg am ADAC-Fahrsicherheitstrainingszentrum und ich bin heute beim Event Track und Safety Days. Wie sieht man das? Oder auch hier hinten, weil da ist so ein Zelt aufgebaut. Und es geht irgendwie, worum es geht, weiß ich gar nicht so genau. Es ist einfach so eine Art Versicherheitstraining, wo aber sehr viel Spaß im Vordergrund steht und ausschließlich getunte Fahrzeuge hier, sag ich mal, zugelassen worden sind. Das Ganze geht irgendwie darum, die Kommunikation zwischen dem Tuner und der Polizei und dem TÜV und Dekra und der Gesetzeslage und dieses ganze, sag ich mal, Katz-und-Maus-Spiel oder wo die Leute sich immer gegenseitig ein bisschen anbiefen. Oder wo die dicke Luft halt herrscht, das Ganze ein bisschen auf ein entspannteres Level zu holen. Oder worum es ganz geht, weiß ich noch nicht, erzähle ich euch. Aber es ist so, dass wenn man hier sieht, ja, man ein bisschen hier die Verbindung zwischen Polizei und bösen Tunern mal ein bisschen sicherer macht und einfach das Ganze mit Spaß verbindet. Also eigentlich, damit denke ich mal, im Vordergrund steht hier Spaß, ein ganz cooles Event. Und dann wird das ja alles so ein bisschen sozial-media-mäßig hier alles vertrieben und präsentiert und gezeigt und alles. Das ist nämlich hier der Fotograf. Der fotografiert alles und nimmt das ganze Event hier mit. Und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Das Sportfahrertraining vom ADAC habe ich jetzt schon hinter mir. Und mal gucken, wie das Ganze hier jetzt mit dem Tuning-Aspekt aufgezogen wird. Von ein, zwei Leuten habe ich schon gehört, dass die Polizei sich mal die Autos ein bisschen anschaut, dass sie mal so sagen, so kann man es machen, so kann man es nicht machen oder so sollte man es nicht machen. Aber jetzt irgendwie großartige Stilllegung kann man hier oder würde ich hier jetzt nicht erwarten, so gesehen. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze losgeht. Es ist jetzt kurz nach 8. Wetter sieht ganz in Ordnung aus. Hat vorhin ein bisschen geregnet, also Asphalt ist nass. Und ja, mal gucken, soll laut App später alles ganz trocken werden. Aber warm ist es nicht mehr. Also alle sind hier schon ein bisschen am Frieren. Gut, dass ich keine Hose angezogen habe. Ich habe zwar eine dabei, aber mal sehen, was kommt. Also haut rein, Jungs. Hey Leute, was geht ab? Wir sind jetzt hier durch mit dem Tag. Es gibt nochmal ein kleines Update von den, ich hoffe, ihr seht das richtig rum, Track und Safety Days. Oder Safety und Track Days. Auf jeden Fall muss ich sagen, das Event war auf jeden Fall super cool. Wenn die Leute oder wenn ihr auch Interesse habt an sowas, dann kostet der ganze Spaß 25 € oder 29 €. Ich glaube, 25 € war das. Wenn ihr sogar von weiter her kommen solltet, wäre sogar die, wie heißt es, die Übernachtung im Hotel vor Ort mit drin. Ja, dann ist mal so die Frage, was hat das Ganze hier gebracht? Man sieht hier draußen noch stehen ein paar Autos. Ich zeig das mal so kurz. Dass ihr seht, wo ich hier rumhänge. Das ist hier noch im ADAC-Center drin. Und es ist nämlich so, dass ich eigentlich gar nicht wusste, was mich hier großartig erwarten würde. Ich habe mich einfach
das gesehen, ich hatte von jemandem mal gehört, dass es irgendwie sowas gibt und dass es ganz geil sein soll. Habe dann auch direkt mich angemeldet, mich beworben und wurde dann auch angenommen. Es gibt auch sehr limitierte Plätze. Ich glaube, pro Event sind es immer so 50 Leute, die da mitmachen. Und ja, dann ist halt so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache einfach die Kommunikation zwischen dem Tuner und der Polizei und dem TÜV und DEKRA und der Gesetzeslage und dieses ganze, sag ich mal, Katz-und-Maus-Spiel oder wo die Leute sich immer gegenseitig ein bisschen anbiefen oder wo die dicke Luft halt herrscht, das Ganze ein bisschen auf ein entspannteres Level zu holen. Es war auch selbst ein Polizist hier als Ansprechpartner, super korrekter Kerl, war auch echt ganz nett, war auch echt sehr, sehr, sehr amüsant das Ganze. Man hat sogar noch ein bisschen mehr gelernt über das Fahrzeug, über das Lernen, über das Tuning, über verschiedene Gesetzeslagen, was man darf, was man nicht darf. Es gab sogar noch so eine kleine Broschüre mit, die werde ich wahrscheinlich euch später mal zeigen. Das ist so ein kleines Heft, in dem es so eine Art Tuning-Ratgeber ist. Was gibt es zu bemängeln, Herr Offizier? Herr Offizier? Herr Polizist? Was wünschen Sie sich? Ich kenne mich aus, ich bin ein Safe-Tuner. So genau weiß ich nicht, wie ich das jetzt so ganz sagen kann, das ist aber so eine Art Tuning-Ratgeber, in dem so ein bisschen beschrieben wird, wo die Gesetzeslage anzusehen ist als Tuner. So, da werden so ein bisschen gezeigt, was darf man, was darf man nicht, und das wird einfach in so einem kleinen Heftchen Klarheit geschaffen, weil es einfach super viel Verwirrung gibt, gerade jetzt, wo die ganzen Sonderkommandos gibt, die alle Leute immer so alle 3 Minuten stilllegen. Heißt es jedenfalls, wie viel dann jetzt die tatsächliche Wahrheit ist, ist dann auch so eine Sache. Dann gab es auch sehr viel Aufklärung, wurde auch von Seite der Polizei hier verrichtet. Das war auch sehr gut, dass dann viele Sachen klargestellt worden sind und erklärt worden sind, dass man sich darauf einstellen kann, wie man sich verhält oder welche Sachen legal sind, welche nicht legal sind. Es wurde auch über den Fall hier Essen Motorshow wurde auch gesprochen, wo sie selber, sagen wir so, die Hände, die Polizisten, sagen wir, der Polizist die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, wo man meinte, das ging halt gar nicht, was so abgelaufen ist. Und. Also es war auf jeden Fall ein Event, muss ich sagen, in Kurzfassung. Man hat auf jeden Fall einen Haufen Leute gehabt, die ein, ich hoffe, ihr seht das, gleiches Interesse hatten. Also alle Tuning verrückt, mehr oder weniger, die einfach Bock haben, sich mehr mit der Materie allgemein zu beschäftigen, die viel sich damit beschäftigen, zu tunen, ihr Auto besser machen wollen, tiefer liegen und dann einfach mal die Diskussion noch anzuregen zwischen Tuner, TÜV, Polizei und einfach mal, du hast uns Gesten nicht zum Polizisten und sagst, ey, ich habe eine Abgasanlage, die ist nicht eingetragen, was passiert da? Sondern du musst normalerweise immer direkt fürchten, was auf dich zukommt, und hier kannst du einfach mal das direkte Gespräch suchen, ohne irgendwelche Konsequenzen zu fürchten. Aus erster Hand von jemandem, der sich sehr gut mit der Thematik auskennt, was echt ganz gut ist. Zum Fahr-Event selber gab es verschiedene Module, die man hier machen konnte. Wir waren insgesamt 50 Leute, wie viele Gruppen es gab. Es gab Gruppe A bis D, also 4 Stück. Und dann war das hier relativ fix durchgetaktet. Verschiedene Übungen, kurz gefasst war einmal Übung Bremsen, einmal Übung Slalom, einmal Ausweichen und einmal Kurve. Und in diesen Einzelmodulen wurden verschiedene Aspekte immer so erklärt und konnte man üben. Ich muss sagen, man konnte relativ viel und zügig was durcharbeiten, was ich ziemlich geil fand, weil man die Zeit so effizient genutzt hat. Also man konnte relativ oft fahren und das war relativ hoher Durchsatz, sag ich mal, der Autos in dem einzelnen Modul, was auf jeden Fall mir ganz gut gefallen hat. Man hat auf jeden Fall gelernt, auch wieder Sitzpositionen, wie verhält man sich in Kurven, was passiert, wenn man irgendwie Untersteuern hat, Übersteuern, wie reagiert man, was ist so die beste Art und Weise, was man da macht. Man hat das Auto auch mehr in den Grenzbereich bewegt, man hat auch mal wieder auch richtig Bremsen gelernt, was auch mal ein ganz wichtiger Aspekt ist, und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung. Das für den Spottpreis für 25 €, wenn du sogar noch, wie gesagt, von weiter her kommst, inklusive Hotel, das ist echt krass, also die muss eigentlich nur die Anfahrt zahlen. Essen war auch inklu, also komplett inklu, da musst du es nicht einzeln zahlen, Getränke gab es genug. Essen war auch echt gut, so halt sehr Männerfood-mäßig, also hier Schweinenacken, Budensteak, Currywurst oder hier Krakauer Wurst, ein bisschen Gemüse, Kartoffel, Salat, Dessert, also war auf jeden Fall echt reichlich aufgetischt, fand ich. Also sehr, sehr gut, muss ich sagen. Natürlich freuen sie sich auch über das Feedback, also wenn sie das Feedback sogar von mir sehen können, dann freue ich mich. Ist auch ein bisschen Werbung für die. Was vielleicht nicht jeder weiß ist, kann ich hier zoomen? Ich guck mal, wie das geht. Kann ich hier zoomen? Zoomen doch. Nee, anscheinend kann er nicht hier zoomen. Mit der Face, hier mit der EyeSight, egal, mit der anderen Kamera. Aber man sieht hier, gesponsert von Bundesministerium
Das ist hier vom Staat sogar gefördert, die ganze Nummer, um einfach das Gespräch zwischen den Tuner-Leuten und den jungen Autofahrern und dem Staat, der Justiz, wie auch immer man das alles nennen will, mit den Gesetzen, einfach mal ein bisschen auf ein anderes Level zu bringen, was meiner Meinung nach ganz gut funktioniert hat. Also ich denke, jeder, der hier war, ist schlauer nach Hause gekommen und fühlt sich ein bisschen safer in seiner Art und Weise, wie er tunt. Kann auch sein, dass er verunsichert ist, weil es so viele Gesetze gibt, die sich alle überschneiden und eigentlich weiß keiner, was richtig ist, aber dennoch gibt es doch eine Richtlinie, die konsequent immer die gleiche ist. Ja, aber im Endeffekt würde ich sagen, so, dass es eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Sache ist, weil man, wenn man in der Polizeikontrolle ist, doch immer das Gefühl hat, ach, die Scheiße, was ist das schon wieder für ein Kack, so, was soll das? Aber wenn man einfach durch dieses Event, dass man ein bisschen so mehr durchleuchtet, weiß man schon, einfach chillen, einfach nett sein und dann wird das andere auch schon deutlich besser. Und ja, Zitat von dem Polizisten, was auch ganz interessant war, war die Sonderkommandos, die Soko Autoposer, die müssen auf ihre Zahl kommen, um ihre Berechtigung zu beweisen. Und deswegen sind die auch ein bisschen am Durchdrehen, aber was sie da alles machen, ist auch nicht gesetzlich 100% richtig. Ja, wie gesagt, hier wurde auch sehr viel Aufklärung betrieben. Was ich mir aber auch alles gar nicht merken konnte, also ja, das einfach nur so als kurzes Feedback von diesem ganzen Event hier. Da sind noch ein paar Leute auf jeden Fall da, die meisten sind schon weggefahren. Ich habe aber die Gelegenheit nochmal genutzt, hier vor Ort ein kleines Video zu machen und ich weiß nicht, wann ich dazu komme, das Ganze zu schneiden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Channel und teilt das auch gerne mit anderen Leuten, dass die von diesem Event erfahren, vielleicht auch die Möglichkeit haben, sich selber anzumelden im nächsten Jahr. Und dass es weiter fortbesteht, weil ich denke, dass es im Großen und Ganzen eine gute Sache ist, weil sowieso dieses Tuner und Autoraser und illegale Rennding, das muss man trennen, weil nicht jeder, der irgendwie sein Auto tiefer legt, gleich ein Verrückter ist, der mit 300 durch die City ballert. Also das wäre es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und bis bald. Rein, Jungs. Peace. So, und in diesem Zusammenhang zeige ich euch auch einmal, was es dann noch alles als Präsent mit dazu gab bei diesem Track and Safe Days, und zwar einmal einen riesen vollen dicken Sack mit Inhalt von Albach, und was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. Einmal eine super geile Dekra-Mütze, ein bisschen Werbung, AP Sportfahrwerke, dann Track and Safe Days Notizbuch, dann geht's weiter mit einmal der VW Speed, machen wir ins Bild rein hier. Dann einmal das Tune & Safe Magazin mit der coolen Polizei mit drauf. Ein, hier seht ihr schon, Track & Safety Days, noch ein Magazin. Eine Parkscheibe, die braucht jeder mal. Dann eine Postkarte mit JP's Karre drauf. Eine zweite Parkscheibe mit einem AP-Sportfahrwerk Background. Dann geht das Ganze weiter, ein bisschen Werbung von Hancock. Dann einmal hier mein Ding, was ich vor Ort bekommen habe, den Ausweis, dann mit Zettel, dann Kugelschreiber, was noch? Ja, könnt ihr von mir jetzt auch den Code benutzen, einmal Gutschrift für die VW Tuning Speed, noch ein Kugelschreiber, was ist das? Ein Einkaufschip in GTÜ. Design-Logo, dann einmal ein wunderschönes Dekra-Feuerzeug. Ich färbe das ja auch mal rüber. Dann geht's weiter. Noch ein weiteres Magazin mit Tuning. Dann zwei weitere Stifte. Von wem machen wir Werbung? Okay, von Work and Drive. Auch mit am Start. Dann ein Aufkleber von Tune It Safe. Wenn ich mir den einmal auf den Aufkleber aufklebe, dann wird mich, glaube ich, keiner mehr von der Polizei anhalten, weil dann wissen die, dass ich safe tune. Und dann einmal ein Schlüsselanhänger, den folge ich euch einmal hier so hin. Einmal ein Druck von Hancock. Ich habe auch welche, meine eigenen Schlüsselanhänger, aber egal. Dann natürlich der wunderschöne Albach-Sack. Genau, und dann ganz interessant, den könnt ihr auch online einsehen, und zwar einmal der Ratgeber für sicheres Tuning. Den kann man online, ich werde das einmal unten verlinken, dass ihr euch den auch mal online da reinblättern könnt. Das ist auf jeden Fall ein kleines Heftchen,
Und dann stehen ja alle möglichen Sachen drin. Diesmal die Kategorien, Initiative, Nachweisregeln. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Räder, Reifen, Fahrwerke, Bremsen, Licht und Sicht, Anbauteile, Motor, Abgasanlage, Interieur, Polizeitipps, gegenseitige Beeinflussung, Stichwortverzeichnis. Und das Ganze ist auch online verfügbar auf der Tune and Safe Seite. Das könnt ihr digital alles einsehen und euch da selber anschauen und euch ein bisschen schlau machen. Wie ich das mitbekommen habe, soll dieses Heftchen eine sehr hohe Nachfrage haben und schon tausendfach rausgegeben worden sein. Das sind kleine Ratgeber, die man sich erstmal online anschauen kann. Wo man den herbekommt, weiß ich nicht, aber ich denke, wenn man auf der Homepage ist und sich da meldet und das anschreibt, wird man da auf jeden Fall ganz weit kommen. Und ein Highlight noch gegen Ende. Muss ich kurz holen. Muss ich nochmal schnappen. Ein Hoodie von diesem Event. Und das Ganze für 30 Euro, dass man da teilgenommen hat. Bisschen den Austausch mit der Polizei hatte. Hoodie ziehe ich gleich mal an, zeige ich euch gleich mal. Und das ist, denke ich mal, eine ganz nice Ausbeute und ein ziemlich cooles Event. Ein ziemlich geiler Aufwand, der betrieben wird für ein bisschen Aufklärung für uns Verrückten. Genau so, Leute, ich habe mir gerade ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen Fotos gemacht. Mit dem ultimativen Tune It Safe Starter Pack. Wenn die nächste Polizeikontrolle kommt, müsst ihr auf jeden Fall einmal das Dekra-Feuerzeug dem Polizisten Feuer anbieten. Den unbedingt auf dem Auto drauf haben. Nicht vergessen, dass unbedingt ihr aus eurer geilen Albach-Tüte den Ratgeber rausholt, den ihr dann so einmal vorliest und sagt, ah, ich weiß ganz genau, was du erzählst. Die Dekra-Mütze, super wichtig. Und dann würde ich noch vorschlagen, den hier immer am Hals tragen, dass die Polizisten euch direkt identifizieren können, wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr euch herumtreibt. Und dann seid ihr, denke ich, ziemlich bei der nächsten Kontrolle auf der sicheren Seite. Direkt auf dem Fahrersitz, aus dem Handschuhfach das Buch herausholen und sagt, ah, was gibt es zu bemängeln, Herr Officer, Herr Polizist, was wünschen Sie sich? Ich kenne mich aus, ich bin ein Safe-Tuner. Genau, mal ein bisschen Spaß zur Seite. Also das war ein ganz cooles Event. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ein kleiner Vergleich, den ich euch noch geben will zu der ganzen Nummer. Und zwar ist es, wie war das zum ADAC-Fahrsicherheitstraining? Und zwar, es ist auf jeden Fall ein Spaß-Event, wo man sich auf jeden Fall ein bisschen darauf einstellen konnte, wie man besser sein Auto kennenlernt. Aber im Großen und Ganzen, wer richtig gut fahren lernen will, ist mit so einem Sporttraining oder Intensivfahrertraining deutlich besser bedient. Aber um grundsätzlich ein bisschen sein Auto besser kennenzulernen, war das auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Geil, dass das auch alles so für so einen günstigen Kurs wegging. Alleine Mütze, Hoodie und Schlüsselband war auf jeden Fall schon wert, dabei zu sein. Und auf jeden Fall für die nächste ADAC oder für die nächste Verkehrskontrolle habt ihr euer Starterpaket mit dabei. Ja, das war's soweit von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal gemacht habt oder ob ihr davon schon mal was gehört habt. Ich habe da eigentlich nur Spaß mitgemacht. Und den habe ich auf jeden Fall auch gehabt. Gab sogar noch ein paar coole Sachen mit dazu. Es ist ein bisschen schwer, das Video zu gestalten, weil ich habe vorher gefilmt, nachher gefilmt, währenddessen gefilmt und jetzt sind wir über die Tage auch noch ein paar Sachen in den Kopf gekommen, die ich ja noch erzählen wollen würde oder die ich euch noch mitgeben würde. Deswegen gibt es wahrscheinlich ein bisschen Unstrukturierung oder zu wenig Strukturierung bei der ganzen Nummer. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen oben und abonniert den Channel, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, fahrt vorsichtig, viel Spaß mit dem Starter-Kit, holt euch den Ratgeber und bis bald. Peace.